Das große Evangelium des Johannes, von Jesus Christus geoffenbart durch das innere Wort an Jakob Lorber. Band 6, Kapitel 230. Jesus beschreibt die Dreieinigkeit in Gott und Mensch. Der Herr spricht: Was ihr nun vernehmen werdet, das behaltet vorderhand bei euch. Und machet mich nicht vor der rechten Zeit ruchbar. Wann aber dazu die rechte Zeit sein wird, das werdet ihr von meinem Geiste, der der eigentliche Heilige Geist ist, schon in euch selbst erfahren. Der Vater, ich als Sohn und der Heilige Geist sind unterscheidbar eines und dasselbe von Ewigkeit. Der Vater in mir ist die ewige Liebe und als solche der Urgrund und die eigentliche Ursubstanz aller Dinge, die da erfüllet die ganze ewige Unendlichkeit. Ich als der Sohn bin das Licht und die Weisheit, die hervorgeht aus dem Feuer der ewigen Liebe. Dieses mächtige Licht ist das ewige, vollkommenste Selbstbewusstsein und die hellste Selbsterkenntnis Gottes. Und das ewige Wort in Gott, durch das alles, was da ist, gemacht worden ist. Damit aber das alles gemacht werden kann, dazu gehört noch der mächtigste Wille Gottes. Und das ist eben der Heilige Geist in Gott, durch den die Werke und Wesen ihr volles Dasein bekommen. Der Heilige Geist ist das große, ausgesprochene Wort Werde. Und es ist da, was die Liebe und die Weisheit in Gott beschlossen haben. Und seht, das alles ist nun da, in mir, die Liebe, die Weisheit und alle Macht. Und somit gibt es nur einen Gott, und der bin ich. Und ich habe nur darum hier einen Leib angenommen, um mich euch Menschen dieser Erde, die ich völlig nach meinem Ebenmaße erschaffen habe, aus der Ursubstanz meiner Liebe, in eurer Persönlichkeit näher offenbaren zu können, wie es nun soeben der Fall ist. Dass aber auch ihr dieselbe mir ganz ebenmäßige Dreiheit in euch habt, wie ich selbst, das soll euch sogleich ganz klar gezeigt werden. Sehet, ein jeder Mensch hat eine Liebe in sich und infolge solcher Liebe auch einen Willen. Denn die Liebe in sich ist ein Begehren und Verlangen. Und in dem Begehren und Verlangen liegt ja eben der Wille. Das ist auch allen Pflanzen und Tieren und in gewisser Hinsicht auch der anderen Materie eigen. Liebe und Willen hat selbst der roheste und ungebildetste Mensch. Aber was richtet er damit aus? Er geht nur auf die Befriedigung seiner untersten und materiellsten Bedürfnisse aus, die sich instinktmäßig aus seiner rohen Liebe in seinen Willen übersetzen, aus dem sein Verstand nichts als einen finsteren Dunst überkommt. Seht auf die Wirkungen solcher Menschen, ob sie nicht um vieles schlechter sind als jene, welche die Tiere hervorbringen, deren Liebe und Verlangen durch ein höheres Einfließen geleitet wird. Aber ganz anders verhält es sich mit der Liebe und ihrem Willen bei jenen Menschen, deren Verstand ein helles Licht geworden ist. Er durchleuchtet dann die Liebe, ihren Willen und dadurch den ganzen Menschen. Nun erst gibt die Liebe die reinen Mittel, das Licht oder die Weisheit ordnet sie, und der Wille setzt sie ins Werk. Weil aber der Mensch als Ebenmaß Gottes auch solch eine Fähigkeit in sich hat, besteht er darum aus drei Menschen oder ist er nur ein Mensch? Sagten alle, und besonders die alten Jünger: Wir danken dir, o Herr, dass du nun einmal wieder ganz klar geredet hast. Denn das ist eben nicht immer deine Art, also zu reden und zu lehren. Nun erst wissen wir ganz, wie es mit der völligen Einheit Gottes steht.
Und so bist du denn doch ganz vollkommen Gott, wie es uns schon zu öfteren Malen in den Sinn gekommen ist.